Da sind wir wieder. Wir haben ja einen richtig schönen Schacht freigelegt. Rechts ist Lava, links ist ein sehr langer Gang. Und hier geht's Treppen nach oben. Und ich habe keine Ahnung, was uns hier noch erwartet. Wir müssen vorsichtig sein. Leise. Licht machen. Haufen Spinnnetze. Hier sind nochmal Schienen. Wir springen mal hier runter. Oh. Ich höre hier irgendeine Spinne. Wieso hängt da eine Fackel? Da ist sie. Komm her. Oh, du kommst nicht durch. Na, das ist ja ärgerlich, wa? Komm her. Da ist sie tot. Oh, das ist ja hier schön verwinkelt. Hier scheint noch irgendwo eine zu sein. Kann man sich ja voll drinne verlaufen. Ich hoffe, ich kriege das dann noch zusammen, wenn wir wieder raus wollen. Okay, dieser Stollen scheint leer zu sein. Dann nehmen wir uns hier erstmal die Seide mit. Können wir noch überall rumgraben. Das werden wir auch noch machen. Wir erkunden das gerade erstmal alles. Hier ist noch irgendwo eine Spinne. So, hier waren noch Treppen. Da ging es wieder nach vorne. Das hier ist... Was ist das? Ein dunkler Schacht. Den möchte ich jetzt ungern aufmachen. Aber was muss, da fällt die Kies runter. Da hängen wir mal hier ein paar Kerzchen hin, also ein paar Fackeln. Das geht so schön tief rein. Wir gehen wieder Stufen nach oben. Mensch, das ist ja so verwinkelt. Hoffentlich verlaufe ich mich hier nicht. Oh, jetzt hänge ich da gerade fest. Ein Zombie! Komm her! Aber ja, ich tue dir nichts. Noch ein Zombie. Komm her, ich tue dir nichts. Und ein Creeper. Bam. Fackeln, überall Fackeln. Oh, ich will eigentlich gar nicht weiter reinlaufen. Verlaufe mich nur noch.
glaube, ich weiß jetzt schon nicht mehr, wo wir sind. Wasser. Hier ist überall Licht. Diese Stollen, die sind ja verdammt tief und total faszinierend, wie weit das hier geht. Da geht's noch weiter. Ja, gehen wir erstmal zurück. Das haben wir eigentlich schon so ein Großteil besichtigt. Wasser. Da war der Creeper. Ja, das wäre noch eine Stelle, wo wir vielleicht noch lang gehen könnten, aber das ist ja so. Müssen wir auch ein bisschen Licht ins Dunkel bringen. Das wäre vielleicht sinnvoll. Okay, da ist noch ein Stollen. Hier geht's ein Stück runter. Mensch, wenn wir das ganze Ding hier auseinandernehmen würden. Schön, 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 schön. Oh, es geht ja noch nach oben. Krass, krass. Wir sind wahrscheinlich erstmal in der untersten Ebene. So, hier müssten wir eigentlich wieder nach vorne kommen. Hängen wir mal eine Fackel hin. Was war das? Eine Spinne? Wo bist du? Nach vorne. Müssen wir den anderen Weg doch nehmen. Ich habe gedacht, das verbindet sich hier. Ja, ich höre sie, die Spinne. Wieso ist denn das da jetzt dunkel? Ich habe doch hier aber eine Fackel hingesetzt gehabt. So, dann müssen wir nämlich hier durch. So. Haben wir uns schon alles beleuchtet? Ja, Spinne. Und sind wir schon wieder fast am Anfang? Von dem Schacht. Das werden wir mal wegnehmen. Ich will da durch. So. Da muss aber irgendwo ein Schätzchen sein für uns vielleicht. Vielleicht ist hier irgendwas versteckt. Ja, ich höre dich, aber ich sehe dich nicht. So schön verwinkelt hier alles. Wow, da ist ja ein ganzes Nest. Aua, bleib doch mal locker. Ey, wieso kannst du mich angreifen? Wieso kommst du da raus? Ich denke, du kommst da nicht raus. Hallo, geh weg. Hallo?
Geh weg. Ey, hau ab. Ich will nicht sterben. Bist du blöd? Hau ab. Alter. Ich muss unbedingt was essen. Ganz dringend. Ganzes Nest. Vielleicht lassen wir uns darauf ein. Vielleicht ist da ein Spawner. Wir tauschen mal. Ja, ich komme gleich. Unser Steinschwert mit dem Pflasterstein. Unsere Herzen bauen sich auf. Ich würde gerne noch warten, bis die voll sind. Und dann würde ich die gerne mal angreifen. Drei Herzen fehlen noch. Es ist dunkel, darum kommt er hier, wa? Zack! Komm, ich bekämpf dich. Hau ab! Auf Ema fällst du runter, ja? Auf Ema. Du blöde Scheiße hier. Komm her! Komm her, komm her, komm her. Hallo? Was ist denn du für eine komische Spinne, ey? Siehst dich mal nur. Oh ja. Oh ja, da ist ein Spinnenspawner. Traumhaft. Und irgendwie laufen wir jetzt ziemlich langsam. Warum auch immer. Gut, wir haben also einen Spinnenspawner gefunden, den werden wir uns in der nächsten Folge dann wohl freilegen und dann schauen wir mal, was wir damit anstellen. Also, bis gleich.